Du gehst nicht als Erster in den Kampf, Soti. Du sollst eigentlich gar nicht mehr in den Kampf gehen, in den Nahkampf. Gut. Etwas Warmes scheint aus der fernen Dunkelheit des Jenseits heraus. Es ist kein Feuer oder Stern, sondern das Licht selbst. Scheinbar von jeglicher Quelle getrennt. Du weißt, dass das nicht zum ersten, dass du das nicht zum ersten Mal siehst. Sobald es seine Aufmerksamkeit auf dich gerichtet hat, spürst du die Hitze eines vertrauten, durchdringenden Blickes auf dir. Iotas. Was machst du hier? Du, wir sind noch nicht fertig miteinander. Betrachtest du die Zerstörung, die du angerichtet hast? Ja, immer. Oh, das hier wird wohl Iotas normale Form sein. Widwin. He had a life that I invaded, delivered to death and consigned to this culvert. Dieser Mann, Widwin, er hat ein Leben, in das ich eingedrungen bin. Ich habe ihm den Tod gebracht und in diesem Zustand zurückgelassen. I left him to stand and accept punishment in my stead. I am the piece of the Dawn Stars that lingered, delayed by grief. Ich habe zugelassen, dass er in meiner Stadt bestraft wurde. Ich bin das Stück der Dämmerungssterne, das zurückgeblieben ist, um zu trauern. Du bist das ambivalente Gefühl. Du hast ambivalente Gefühle angesichts des Kriegs der Heiligen? Der Rest von Iotas könnte ein Gewissen wie deines vertragen. Kannst du mir helfen, ihn zu heilen oder nicht? Sind wir mal schnippisch. Vielleicht. Sosis Augen verhängen sich, bis ihre dunklen Wimpern sich ineinander verflechten. Oh, antireligiös, hä? Widwin's fractured mind is holding this bridge, suspended in time. He's no good to anyone until he understands what he forgot. Widwin's zerbrochener Geist hält diese Brücke in der Zeit fest. Er nützt niemandem etwas, bis er versteht, was er vergessen hat. Die Energie, weil wir Sonnenuhr zeigen, die Energie rund um die Brücke scheint von diesem Ding angezogen zu werden. Token for Widwin. As a holy man, he was a keeper of the light. As a farmer, he was indebted to cycles. Ein passendes Zeichen für Widwin als Heiliger war ein Bewahrer des Lichts, als ein Bauer war er den Kreisläufen verpflichtet. Iotas Licht fällt auf den Zeitmesser und badet ihn in einem warmen Glanz. Watcher, I implore you for Widwin's sake. To stand in my light and read the sundial. You can follow the timeline of the bomb and find Widwin in the explosion. Wächter, ich bitte dich um Widwins Willen, ihn in meinem Licht. Ich bitte dich um Widwins Willen, in meinem Licht zu stehen und die Sonnenuhr abzulesen. Du kannst den Zeitverlauf der Bombe folgen und Widwin in der Explosion finden. Ich werde seine Sonnenuhr ins Licht tragen und sehen, was passiert. Widwin is scattered across the bridge in three parts. But I sense a fourth nearby as well. A piece that detonated with the bomb. Find him in the Godhammer. Make him whole again. Widwin ist in drei Teilen über die Brücke verstreut, aber ich spüre, dass noch ein vierter Teil in der Nähe ist. Ein Teil, der mit der Bombe explodierte. Finde ihn im Götterhammer, mach ihn wieder ganz. Ja, finde die fehlenden Fragmente von Widwin. Der von der Wucht der Bombe zerfetzte Widwin ist ein Bild des Schmerzes, das kennen wir schon. In seinem gebrochenen Zustand kann ihm nicht geholfen werden. Auch wenn dieser Schlüssel Teil desselben in der Zeit eingefrorenen Augenblicks ist, wie der Rest der Brücke von Evo Devir, fühlt er sich solide genug an, um wie vorgesehen zu funktionieren. Ja, nehmen wir ihn doch einfach mal mit. Hoffen, dass Xoti und, Fenrir geheilt werden. Also hier kann ich jetzt die Zeit manipulieren. Oh, hier liegt auch noch was rum. Kann aber auch erst einmal hier durch. Also ja, diese Explosion hier. Puh. Gucken wir erstmal, wo uns der Ausgang hinführt. Zu noch einem Licht hier unten. Oh. Sorry, friend. I can't. Damn it.
Wo war mein letzter Quick Save? Ah, genau hier. Hier hatte ich noch was übersehen und hier können wir durchgehen. Lass es sich dich mal vorgehen. Damit du die Falle entdeckst und du entschärfst sie bitte. Hier ist auf jeden Fall was verstreut gewesen. Und hier ist gerade nichts mehr. Gut, das heißt, ich kann den Lichtstrahl nutzen. Ja. Ein Strahl aus hellem glänzendem Licht. Die Sonnenuhr. Das Licht scheint durch das Nadelloch der Sonnenuhr und trifft auf die Abenddämmerung. Fangen wir mal mit der Morgendämmerung an. Als die Sonnenuhr umstellst, verändert sich das Licht um dich herum und der Boden erzittert unter deinen Füßen. Ich habe also drei Zeitpunkte wohl, die ich einstellen kann. Der Augenblick davor, okay. Oh good. This is much better. The one thing we were missing was being incinerated by Durance's bomb. I've seen this moment in my dreams. Oh, hier ist ein Autosave. Gut. Ich sollte Edwin vorlassen. Edwin kann die meisten Fallen zum Glück sehen. Aber ich will es mir jetzt nicht leisten, ständig Verletzungen durch irgendwelche dämlichen Fallen davon zu tragen. Die Brücke in Flammen, der Augenblick davor, ja. Oh, gut. Das ist viel besser. One thing we were missing was being incinerated by Durance's bomb. I've seen this moment in my dreams. Ah, schön, das ist viel besser. Das Einzige, was uns noch gefehlt hat, war Durance's Bombe, die uns in 1000 Stücke sprengt. Ich habe diesen Moment in meinen Träumen gesehen. Okay, Falle. Indeed. Oh, ich kann aber von hier aus gerade nicht zurückkehren. Das ist auch interessant. Ich bin aber auf jeden Fall wieder an der Stelle, wo hier Weitwind sein sollte. Verdammt, warum kann ich mich nicht erinnern? Die Seele dieser in Ruben gehüllte Priesterin kreist wie ein rastloser Wanderer um die immer gleichen Gedanken. Wer bist du? Sie scheint dich nicht zu hören. I memorized that illusion spell. How can it be gone? Another second and Whiteone will know the bomb is here. Damn it, girl. This is your chance. Ich habe diesen Illusionszauber auswendig gelernt. Wie kann er nur weg sein? In einer Sekunde wird Whiteone wissen, dass die Bombe hier ist. Verdammt noch eins, Mädchen. Das ist Chance. Okay. The whole point of the thing is that his soul finds him first. Der ganze Sinn der Sache ist, dass seine Seele ihn zuerst findet. Als du erahnst, was sie meint, durchzuckt dich eine Erinnerung wie ein Blitz. Mit Rum bekleidete Priester setzen einen komplizierten Mechanismus zusammen. Wie Stacheln versehene Kupferplatten, in denen ein fragiler Splitter Adra ruht. Der Adra umhüllt ein Stück von Whitewinds Seele. Du kannst dich nicht an den Zauberspruch erinnern, um die Bombe zu verstecken? Durance hatte recht, die Bombe hat funktioniert, weil ein Stück von Whitewinds Seele darin steckte. Du wirst das nicht hören, aber ich gebe dir deine Erinnerung zurück, wenn ich sie zufälligerweise sehe. Nehmen wir mal die zwei. Der Mechanismus war in seiner Schlichtheit elegant. Als ein Fragment von Whiteone auf seine Annäherung auf die Brücke darüber reagierte, wurde Sehnenergie in das Kupfer geleitet und die Explosion ausgelöst. Eine Bombe für Whiteone gemacht aus Whiteone. Eine Bombe aus Bombe für Whiteone gemacht aus Whiteone. Von seinem Entwurf her war der Auslöser sehr fein und alles andere als robust.
Einen solchen wichtigen Bestandteil zu entfernen, birgt ein großes Risiko. Du kannst dich nicht an den Zauberspruch erinnern, um die Bombe zu verstecken? I'm on stage and forgot the words of the song. How could this happen? Es ist, als wäre ich auf der Bühne und hätte den Liedtext vergessen. Wie konnte das passieren? Ihre Seele wendet sich verzweifelt gegen sich selbst. Du wirst das nicht hören, aber ich gebe dir deine Erinnerung zurück, wenn ich sie zufälligerweise sehe. Why can't I think of it? Kann ich daran denken? Warum kann ich nicht daran denken? Ihre Seele reduziert ihren Schein zu einem kleinen Fleckenlicht. Für dich sieht es aus wie ein geisterhaftes Zusammenzucken. Nachtrag. Okay, was sagt denn die Brücke jetzt? Untersuche die Brücke. Die Brücke von Eovar, da kennen wir, der Kampf der Explosion der Götter, haben wir vorausgegangen, wurde in der Zeit eingefroren. Die Seele des heiligen Weifens scheint in einem Kreislauf gefangen zu sein, in dem die Umstände seines Todes endlos durchlaufen werden. Die Explosion der Götterhammerbombe hat Weifens Seele zerrissen. In diesem Zustand kann er nicht richtig denken, geschweige denn mir helfen. Eotas zufolge wird mir Weifens Sonne ermöglichen, zwischen den Augenblicken der Explosion hin und her zu reisen. Um das zu tun, muss ich nur im hellen Lichtstrahl stehen und das Rad auf die gewünschte Zeit einstellen. Vielleicht kann ich das benutzen, um Teil von Weitwinds Seele einzusammeln. Ich fand eine Priesterin, die unter der Brücke einen Zauberspruch kanalisierte. Wie Weitwind ist sie am immer gleichen Kreislauf gefangen und kann sich ihre fragmentierte Seele nicht mehr an die Beschwörungsformel erinnern, die sie braucht. Ich vermute, dass sie die Formel im südlichsten Turm vergessen hatte. Ja gut, dass ich gerade hier am südlichsten Turm bin. Ja. Ich hoffe mal, dass das der südlichste. Nein. Okay. Ich kann jetzt das Licht benutzen. Ich kann aber auch das Licht bei Weitwind benutzen. Ich könnte aber auch einfach an seiner Armee mal vorbeigehen. Gehen wir mal an seiner Armee vorbei. Beziehungsweise schleichen im Schnellgang. Oh, ich kann den Turm freischalten. Nein, das wollte ich nicht. Erinnerung an makranitische Beschwörungen. Dieser Text mit gesammelten Beschwörungen ist so verschwommen, dass er fast unlesbar ist. Beinahe als hätte er das Weiße nichts der Tinte jede, als hätte das Weiße nichts der Tinte jede Bedeutung genommen. Er könnte dennoch einem Bewohner von Römerkranz Reich noch etwas bedeuten. Ein kurz am Rand geschriebener Absatz sticht klar hervor. Sollen die Gelehrten sich doch darüber streiten, wie wir ein Stück von Weitwinds Seele in die Bombe gestopft haben? Ein wenig Ungewissheit hat noch keinem geschadet. Mir ist nur wichtig, dass das verdammte Ding pünktlich explodiert. So. Ich fand die Erinnerung an eine Beschwörung in einem Turm. Ich kann sie nicht lesen, aber die Worte könnten für jemanden in diesem Reich wichtig sein. Ja, für unsere Priesterin da unten. So, komme ich an deiner Armee vorbei? Ja, komme ich. Aber das war's hier dann auch schon. Das ist wieder Ende im Gelände. Hier sind noch ein paar Essenzbomben. Ja, da ruft Weitwind. Oder da fliegen Feuerpfeile, würde ich meinen. Okay, dann nehmen wir mal das Licht hier. Ja, weil wir Sonne nur ins Licht halten. Gucken wir uns mal die Abenddämmerung an. Das ist der Moment, als die Bombe hochgeht. Oder hochgegangen ist, besser gesagt. Ja. Hier drüben hatten wir Weitwind, den es zerfetzt hat. Sehr unschön.
Und hier haben wir Gegner. Okay. Ich würde mal sagen, ich stehe wieder auf Normal Speed und speichere hier mal richtig. Das wäre jetzt LP063. Speichern. Und dann gibt es jetzt einen Cut. Bis gleich.